Schön. Wir sind dann hier auch fertig. Dann teleportieren wir uns nach Hause. Rückkehr, wo bist du? Da. Inulalu, wir bringen dir zwei Feen dieses Mal. Solche Wunden, du machst deinen Freunden Angst. Das sagt sie zum ersten Mal. Naja. Okay, 5 Kilo sind zu viel. Das sind 7 Kilo. 1,3 Kilo sind zu viel. Ja, das sind 1,8. 0,8 sind jetzt schon zu viel. Das war's. Okay, da muss ich das jetzt irgendwo anders hin rein tun. Einen sonnigen Tag dir, Freund. Tun wir es da rein. Das muntere Verteilen geht weiter. Wir haben auch wieder einen Haufen Seelensteine. Von Klamban eine große Seele. Dremora eine große Seele. Erkrankte Ratte, niedere Seele. Pestkranke Ratte. Was? Erkrankte Ratte ist niedere Seele und pestkranke Ratte ist eine unbedeutende. Das ist irgendwie sinnlos. Pestkranker Höllenhund. Eine normale Ratte. Quarma-Kundschafter. Okay, das war's. Dann bei Magie. Ist auch okay. Ring der normalen leisen Weisheit haben wir hier noch. Pfeile brauche ich wieder. Okay. Das sind 6 zu viel. Ja, die lassen wir so liegen, ist doch egal. 300 von 350 Kilo wiegen wir. Dann, bevor wir... Also das mit Merunes Dagon... Sollen wir das gleich machen? Wir haben die Dedera-Ruine gar nicht bekommen. Das ist blöd. Molag Mahi war es, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wo Molag Mahi ist. Hab ich keine Ahnung. Ach, da. In der Nähe von Molag Mahi. Soll eine Ahlengruft sein. Machen wir die gleich, die Quest? Wir machen sie gleich. Manjira sollte irgendwo mal das Power Master. Wir müssten in... Okay. Ich habe keine Wegesbeschreibung hin. Ich möchte aber vorher schon rasten. Wo ist der Feuerball hin? Da. Ich will die Magie. Es sind aber noch 5. Ja, dann machen wir so das Gnade. So. Dann reisen wir nach Balmora und von Balmora aus versuchen wir Grüße an meinen. Mit dem Schlittschreiter zum Molag Mahi zu reisen. Ich hoffe, das geht. Molag Mahi. Ansonsten wäre es gut, wenn wir noch... Aber wir waren schon mal im Molag Mahi. Das heißt, es muss gehen. Vielleicht reisen wir doch lieber nach Vivek, falls es mit dem Schiff geht. Wobei, wenn es mit dem Schiff geht, können wir auch irgendwann mit dem Schlittschreiter nach Vivek reisen. Das ist einfacher. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal dann auch die Quest von Shi'ogorat. In der nächsten Aufnahme.
meine, die Quest von Mephala haben wir schon gemacht. Jetzt machen wir die Quest von Merunes Dagon. Die Quest von Sheogorath hätten wir. Wieso nicht? Das Geschenk von Mephala war ja und der Ring der Khajiit. Der war sehr schön. Vielleicht, wer weiß, was wir kriegen, wenn wir Merunes... Also, da kriegen wir ja den Dolch. Aber was wir wohl kriegen... Ach, bei Sheogorath war es, glaube ich, ein Löffel, oder? Ein Löffel, oh Mann. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Deswegen bin ich hier, weil ich reiten möchte. Was ist los? 100%? Ach, das ist Feuerbiss, nicht Feuerball! Zerstörung auf 82, ja! Wie weit sind wir denn jetzt schon? 6 von 10 Punkten! Geht wieder was! So, das war jetzt irgendwie falsch. Ich habe das gesamte Mana verbraucht. Reisen. Oh, geht leider nicht. Dann reisen wir doch nach wie weg. Kommen wir von hier aus nach Molagmar? Oh, tatsächlich! Warum gehen, wenn ihr reiten könnt? Ah, das war hier. Und hier muss es irgendwo... Was? Alas Gruft. Nee. Weiß die nicht. Die Alas Gruft. Eine etwas genauere Beschreibung oder so wäre schon nützlich gewesen. Stadt in der Nähe von Molagmar. Molagmar sieht auch aus wie eine Wohninsel von Lübeck. Das ist eine Ratte. Perfekt getarnt. Oh oh. Stirb, Ratte! Okay. Das war eine normale Ratte und ich habe sie nicht beim ersten Schuss getötet. Ahnengruft. Wo findet man hier eine Ahnengruft? Herberge. Ein wilder Guar. Da ist ein Boot. Man kann also auch mit dem Boot hierher reisen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet in der Nähe? Das hier noch dazu zählt. Also ich war, glaube eher nicht mehr. Hey, beide Pfeile habe ich noch. Okay. Ich dachte eigentlich, da
dass das ein Zelt wäre und dass das da ein gezähmter Guar wäre. Aber offenbar nicht. Jetzt habe ich ihn getötet, ohne die Seele zu kriegen. Was soll der Mist? Da ist noch eine Schlammkrabbe. Da ist sogar noch ein Schlachterfisch, aber den kann ich mit dem Pfeil nicht töten, also egal. Mal, jetzt habe ich M für Karte gedrückt, ich bin so blöd. Das ist ein Fluss. Ich werd mit hier hingehen und dann einfach da darüber schwimmen. Oder? Ach nein, werde ich nicht. Ich glaube nicht, dass es da drüben irgendwo ist. Hier ist es, sehe ich es auch nirgends. In der Nähe von Molagmar. Wenn ich nur wüsste, wo der ist, wo das ist. Oh, da ist eine. Perfekt. Bitte, lass es die richtige sein. Du hast aber Probleme. Skelett. Noch mehr. Pfeil. Eisenspeer. Bitte, lass es die richtige sein. Supulus. Noch mehr Supulus und Hammerwurzeln. Helana an den Gruft. Na toll, es ist die falsche. Egal, wir machen sie trotzdem. Da geht es raus. Eine Falle. Sowas aber auch. Pfeil ist unwirksam gegen den. Er hat uns nicht gesehen, zum Glück. Eine Seele gefangen. Okay. Ist da noch irgendwo was? Nein. Jetzt. So, ein gewöhnlicher Seelenstein und 7-mal Knochenmehl. Eine Urne mit Knochenmehl. Urne mit Knochenmehl. Heiliger Velot-Schrein. Wollte nur Drag spenden und einen Segen erbitten? Ja. Velots Meditation. Magie festigen. 10 Punkte. Cool. Humanoiden demoralisieren. Ah, nein. Ah, die Lampe ist weg. Ist irgendwie dämlich, mit einer Lampe da jetzt reinzugehen. Eine neue Seele. Dann sehe ich gar kein mehr. Geht zu, ich will den hier haben. 5 Knochenmehl, kein Seelenstein. Ich glaube nicht, dass da noch was ist. Nimm mir die Laterne her. Knochenmehl. Knochenmehl. Schrein des Tribunals. Sotasils Seele. Gnade der Fürstin. Und Vivex Geheimnis. Ja, das ist das gleiche. Hier sind 3 Schreine drin. Insgesamt 2 verschiedene. Knochentalisman. Skelettschergen beschwören für 60 Sekunden auf sich selbst. 195. 205.
Das ist exakt der gleiche. Jetzt haben wir ihn zweimal, aber wir lassen ihn. Wir brauchen ihn ja nur einmal. Okay, also das haben wir durch. Das war nicht die Gruft, die wir wollten. Schade. Jetzt ist da hinten ein Netsch. Hier draußen renne ich nicht mit dem Licht herum. Gehen wir mal da ein bisschen herumsuchen. Da drüben ist Molagma. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Ahnengruft. Irgendwo. Okay, irgendwas greift uns an. Wahrscheinlich die Ratte. Nein, die Ratte hat uns nicht gesehen. Ah, der Knippenläufer. Au! Böser Knippenläufer. Was? Ich hab doch gar nicht zweimal gedrückt. So. Einmal mit dem Schwert schlagen und tot. So, wo finden wir hier eine Ahnengruft? Den töten wir gleich. Treffer. Das muss ein Pestkranker sein. Nochmal getroffen. Oh, da geht er runter. Und nochmal. Einmal noch. Okay. Zweimal noch. Es ist ein Pestkranker und hat zweimal eine Pfeile dabei. Sehr schön. Jetzt ist hier oben eine Ahnengruft. Nein, keine zu sehen. Mann. Wo ist sie nur? Ist das da hinten nicht eine? Das hier oder ist das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein. Da ist ein Scamp. Ja, ich brauche. Ich suche bald nicht D3, ich suche Untote. Wenn ich nur wüsste, wo der ist. In der Nähe von Molagma ist eine so blöde Beschreibung. Bitte lass es die richtige sein. Supulus. Oder auch nicht. Ah, das da ist Supulus. Raviro an. Wie viele Ahnengrufte gibt es hier in der Gegend?